Das ist das Lenovo K800. Es ist das erste Smartphone mit Intel Medfield-Prozessor, der besonders viel Power geben soll. Wie man hier sieht, handelt es sich um ein Vorführgerät, nur der Homescreen ist Englisch. Das hier ist schon weniger einfach zu verstehen. Um die Leistung zu demonstrieren, kann man Videos abspielen. Wie man sieht, ist es mit 720p immer noch sehr flüssig. Man kann problemlos durch das Video scrollen. Das Display hat 4,5 Zoll und spielt somit im oberen Bereich mit. Die Bedienung ist durch den Medfield-Prozessor beim Testgerät sehr flüssig, was auch dadurch zu bemerken ist, dass sich der Browser und alle anderen Apps sehr schnell starten.